So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cooking Fever. Wir machen hier weiter im Fastfood-Restaurant. 16% der Aufgaben erfüllt, verdienst 96 Münzen. Du hältst alle 24 Stunden für jedes abgeschlossene Level eine Belohnung. Je mehr du spielst, desto mehr bekommst du. So, hier haben wir unser 3% der Interieurverbesserungen haben wir abgeschlossen. 4% der Küchenverbesserungen. Und hier halt noch bestimmte andere Statistiken. So, was haben wir hier Küchenverbesserungen? 2 Stück sind noch. Ah, noch ein Speisenwärmer, ne? Das ist auch nicht schlecht. Den werden wir mal verbessern. 2 Portionen auf einmal, die wir speisewärmen können. Und ihr seht da, jetzt habe ich hier schon mal, hier sehen auch schon viel schicker aus, die Speisenwärmer. Nicht mehr so hässliche, ich weiß gar nicht, wie sie vorher ausgesehen haben. Aber anders auf jeden Fall. Noch ein Hamburger, na, kriegst du. Zack und zack. Ein Burger. Mann, ihr seid doch verfressen, ey. Aber das kann ich verstehen. Schon lecker sowas. Ja, jetzt darf ich nichts mehr raufsetzen, weil sonst habe ich keinen Platz mehr auf den Speisenwärmern. Oh, hat doch, alles klar. Ein Burger kriegst du sofort, natürlich. Jetzt wird das natürlich alles schon wieder ein bisschen interessanter, weil es einfach ein bisschen schneller geht. Da ist ein Hamburger. Money, money, money. Als nächstes sollte ich für den Cola-Spender verbessern. So, du möchtest einen Burger und eine Cola, bitte sehr. Und nur eine Cola, sieht schlecht aus gerade. Musst ein bisschen warten, da hast du deine Cola. Der will auch eine, sie will auch eine Cola. Und er will einen Hotdog. Kriegst du. Einen Hotdog kriegst du auch. Ein Burger? Ach, scheiß Cola. Oh, das war's schon. 266 Gold. Und wir haben Level 3 erreicht. Wir kriegen 200 Münzen und 4 Diamanten wieder dazu. Sehr gut. Ein Trinkgeld von 81. Nicht übel. Und ein Bonus von 200 Münzen dafür, dass wir das 5. Level abgeschlossen haben. Sehr, sehr cool. 13 Gäste bedient, 0 verloren. So. Wie komme ich denn auf einmal hier hin? Guck mal, wie viel ich hier verbessern kann, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Spielautomat, was macht das? Ja, klar, Zusatzgäste. Teuer, 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 die Diamanten. Die muss man auf jeden Fall behalten erstmal. Blumentopf. Alter, was kann man hier alles erhöhen? Ich werde dafür voll offscreen viel, dann denke ich mal, Farmen an Gold. So, kauf eine Festung, die Wartezeit der Gäste erhöht. 5 XP, 80 Gold. Ich finde das hier erstmal wichtiger. So, zack. Cola-Spinner, 2 Stück und die Verwartungszeit ist gesunken. Jetzt sind wir bei Level 6 bis zu Level 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Level gibt es hier pro Location anscheinend. Wow, das ist echt heftig. 15 Gäste haben wir. Und wie viel brauche ich an Gold? 100 noch irgendwas war gewesen. Geil. Ja, das macht besonders Spaß, wenn dann die ganzen Dinger aufgerüstet sind. Ein Hamburger kriegst du auch. Ich glaube, ich kann sogar 3 Cola-Dinger hin. Hotdog, bitte sehr. Noch ein Hotdog, bitte sehr. Bestimmt noch ein Hotdog. Nein, ein Burger. Eine Cola. Nee, da hätte ich jetzt ein Würstchen aufbereiten müssen. Aber sehr gut. Ein Würstchen muss ich aufbereiten. Ich habe keinen, doch einen Burger habe ich. Und Cola habe ich auch, alles gut. Na, das war doch alles gut. Ach, das ist nicht so einfach, ja. Da werde ich hier sicherlich öfter mal in Schwierigkeiten kommen. Das war aber damals genauso gewesen. Daran erinnere ich mich noch. Daran erinnere ich mich noch. Da
Das war's schon wieder. 311 Münzen. Nicht schlecht. 499 aktueller Kontostand. Noch zu wenig. So, wir könnten unsere Cola. Ja, muss man halt Diamanten schon bezahlen, ne? Ich könnte mir mal ein neues Hamburger-Display kaufen. Hamburger-Display oder eine. Ach nicht, Hamburger-Display. Ich meine hier Hotdog. Ja, ein Hamburger-Display wäre auch nicht schlecht. Aber gut, wir machen das noch weiter. Dein Ziel 180 Gold. Ja, auf jeden Fall, die Displays müssen auch noch gefüllt werden. Cola kriegst du. Lass mich das mal nachfüllen. Was denn? Noch Hotdog und eine Cola. Und noch ein Hotdog. Okay, habe ich jetzt ein Problem. Ich kann ihm ja vorher gleich eine Cola geben, dann ist er ein bisschen zufriedener. Lecker, ne? Lecker, lecker. Ja, verzeiht, wenn ich dabei nicht so viel sprechen kann, dann muss ich mich aufs Kochen konzentrieren. Noch ein Burger kriegst du. Alles das, was ich raushaue, auf jeden Fall nochmal nachproduzieren. Hotdog? Nein, ein Hamburger. Hm. Nicht gut, ein Hotdog da kriegst du. Kostet mich das eigentlich, wenn ich. Nee, ne? Ne, es kostet mich nichts, wenn ich. Also, ich kriege kein Geld abgezogen, wenn ich Produkte verarbeite. So, verliere 7 Level in Folge, keine Gäste, 10 Erfahrung, 100 Gold. Dankeschön. Das war jetzt echt nicht so schwierig. Verschließe 5 Level in Folge ab, ohne ein Gericht anbrennen zu lassen. Das ist auch nicht so wirklich schwierig. Wir haben Ketchup. Wir kriegen jetzt also Ketchup noch dazu, das ist jetzt neu. Salatblätter geht später, Tomaten, Friteuse, an die kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Und Törtchen sind halt Spezialkram, das ist so, was man später mit Diamanten, um sich halt ein bisschen extra Geld zu verdienen. Das ist aber nichts für mich. So, Ketchup, der bleibt. Ich brauche auf jeden Fall eine Hotdog-Grillpfanne nicht. Ich brauche mehr Displays. Ein Hamburger-Display. Und ein Burger-Display. Ach, das ist es ja. Hotdog-Display, das war's. Sehr gut. Macht natürlich alles schon viel einfacher, weil jetzt sind hier nämlich 2 noch freigeschaltet. Zack, zack. Du hast jetzt Ketchup, verwende es auf Hotdogs. Daher möchte halt noch Dings drauf haben. Das ist natürlich doof. Zack, darauf, dann kriegst du Cola. Ah. Und die wollen alle normale Würstchen haben und irgendwie wollen die alle das gleiche haben, merke ich gerade. Endlich mal wieder ein Burger. Gut, alter Burger. Das brennt gleich an. Oh Gott, das war knapp. Naja, der ist angepisst, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Aber man muss mich auch mal verstehen, ja? Ich habe doch nur einen. Alter, die wollen alle Hotdogs, ist das euer Ernst? Ey, wieso gleich wieder pissig? Ja, ja, solche Leute regen mich echt auf. Aber die kann man bedienen schon. Der möchte nur eine Cola haben, das ist in Ordnung. Das kriegt sie. So, Cola kriegst du auch. Cola kriegst du auch. Ein Hamburger und eine Cola. Muss ich noch ganz kurz warten. So. Boah, noch extra Wünsche hier mit Ketchup, ja? Und noch ein Burger. Ich glaube, du spinnst wohl. Was ist denn bei dir los? Ein Burger und eine Cola. Das ist doch kein Problem für mich, hallo? Lass mal das ganze Geld hier einsammeln. Und ein Hotdog, bitte sehr. Ja, irgendwann, wenn man halt dann vergisst, dann sind die ein bisschen pissig. Kann ich gar nicht verstehen.
Achso, siehst du mich gerne. Ja gut, es wurde auch nochmal ein Schaf gesammelt. Du hast Erfahrungsstufe 4 erreicht. Sportbau und Begreisen ist verfügbar. Ja. Könnte man theoretisch machen. Werden wir aber nicht. Wir werden auf jeden Fall die Dings weitermachen. Das Fastfood-Restaurant. Das ist wichtig. Cola-Spende. Ja, ihr seht jetzt, auf Stufe 3 brauche ich halt immer Diamanten dafür. Das ist ein bisschen doof. Das finde ich jetzt auch nicht so cool. Was ich haben möchte, ist die Hotdog-Pfanne. So, von 10 auf 9 Sekunden und eine Portion auf 2 Portionen. Sehr geil. Hm. Ja, mein Ziel ist natürlich überall 3 Dings hinzukriegen. 3 Sterne. Ist jetzt aber halt nicht so einfach. Cola kriegst du. Cola und Burger kriegst du auch. So, da ist eins noch hierfür. So, du willst einen Burger haben, kriegst du. Brauche ich noch einen Burger. Den ich gleich machen muss. So. Ein Hotdog mit Ketchup und eine Cola. Und er möchte einen normalen mit Cola, kriegst du alles. Kein Ding. Du möchtest einfach nur eine Cola, ist kein Ding. Kein Problem, Burger und Cola. Mit Ketchup, na bitte sehr. Oh, das war das Falsche gewesen. Aber alles okay. Alles noch gut. Ein normales Würstchen. Und ich krieg das halt auch mal gar nicht so mit, wie viel Geld ich da oben habe und sammle und so weiter. Das ist, passiert einfach alles automatisch. Das raff ich sowieso nicht. Das war's, glaube ich, schon wieder. Ne, einer fehlt noch. So. Erledigt. Wieder alle 3 Sternchen. Wunderbar, ein Erfolg freigeschaltet. Wieder mal. Schließe 5 Level in Folge ab, ohne ein Gericht anbrennen zu lassen. Das ist ja kein Ding für uns, oder? Wenn den 1000 Münzen trinke, das ist halt alles relativ easy. Hier oben habe ich noch was. Erweitere deinen verwendbaren Platz für Displays. 3 Erfahrung, 30 Gold. Verbessern der Hotdog-Pfanne auf Stufe 1. 5 Erfahrung, 50 Gold. Verbrauche eine Gallone Cola. Serviere 40 Becher Cola. 3 Erfahrung, 20 Gold. Serviere 5 Meter Würstchen, sind 30 Hotdogs mit oder ohne Ketchup. 5 XP, 30 Münzen. Serviere 2 Cola in 7 Sekunden. Okay. Ja, und das sind so hier die spezifischen, die man halt nur in dem Fastfood-Ding machen kann. Und die anderen Teile, diese anderen Erfolge, die kann man halt über alles, das gesamte Spiel machen. 742, ich könnte mir noch eine weitere Burgerpfanne besorgen, eine dritte. Oder halt die Portionspreise erhöhen, Schwierig, schwierig. Ich könnte allerdings auch meine Dings verbessern hier alle. Das ist doch nicht alles hoch. Da war es auf einmal schwarz gewesen. So, den Fernseher verbessern für 350 Gold. Und hier die Tische, wo die Wartezeit der Gäste erhöht wird und das Trinkgeld erhöht wird um 350 Gold. Das ist in Ordnung. So. Wir machen für die nächste Folge weiter. Ich glaube, hier brauche ich immer ein bisschen länger. Um Folge 11 war ich gewesen in der Bäckerei. Und zwar relativ weit schon gewesen. Bin ich der Meinung. Sonderverkauf. Bäckerei. Werde Besitzer deiner eigenen Bäckerei 5000 Münzen und 10 Diamanten. Backe leckere Kuchen, hunderte neue Verbesserungen. Oder halt das Fußballstadion. Sportbar. Willkommen in der Sportbar. Genieße tolle Fußballspiele und noch tolleres Essen. Sportfans haben großen Hunger. So schnapp dir deine Schürze und ab in die Küche. 5000 Münzen und ebenfalls 10 Diamanten. Mal gucken, was wir als nächstes machen werden. Auf jeden Fall erstmal das Fastfood-Restaurant, soweit es geht, erledigen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Cooking Fever. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.